Gebeutelte Berliner S-Bahn verlief das Osterwochenende nach offizieller Verlautbarung ruhiger. Im Klartext heißt das: Ja, Ostern hatte uns mit 7 zerstörten Wagen und Schaden von ca. 20.000 Mark eigentlich ein relativ ruhiges Wochenende im Vergleich zu anderen gebracht. Aber trotzdem, wenn wir andere Monate ranziehen, ist das auch für uns sehr viel Arbeit gewesen. Insgesamt belief sich der Schaden, der allein an den S-Bahnen der Reichsbahn im ersten Quartal dieses Jahres angerichtet wurde, auf 195.000 Mark. Das ist, sage und schreibe, fast das Dreifache der vergleichbaren Schadensbilanz vom Vorjahr. Die Zerstörungen haben zugenommen in einem Maße, wie wir das nie gekannt haben. Aufgeschlitzte Sitze, zerschlagene Scheiben, zerschlagene Beleuchtung, herausgerissene Türen sind die Dinge, die uns jeden Tag beschäftigen. Vandalismus in Reinkultur. Immer wieder müssen vor allem Sitze geflickt werden. Dabei hätten die Angestellten hier im S-Bahn-Betriebswerk Friedrichsfelde wirklich Wichtigeres zu tun. Andere Arbeiten bleiben liegen. Die Kosten wachsen von Tag zu Tag und mit ihnen die Defizite im Nahverkehr. Inzwischen denkt man darum bei der Deutschen Reichsbahn laut über den Einsatz von Wachmannschaften mit Hunden nach. Ob das aber viel nutzt, bleibt abzuwarten. Denn immerhin musste auch die BVG im Westteil der Stadt, trotz der eingesetzten Wachleute, 1990 einen Sachschaden von 8,5 Millionen D-Mark vermelden. Leidtragend in Ost wie West der öffentliche Personennahverkehr und immer auch die Fahrgäste.